Eine der großen Fragen ist natürlich immer, was soll man angeln? Welche Fische an welchem Gewässer soll man beangeln? Und diese Frage, ja, auf die gehe ich jetzt ein. Das heißt, ich gucke mir jetzt jedes Gewässer an, jede Fischart und was lohnt sich an den Gewässern für maximale XP und für maximales Silber. Es geht jetzt nicht darum, die super seltenen zu fangen, sondern nur darum, die Fische zu fangen, die sich wirklich an den einzelnen Gewässern lohnen. Angefangen hier mit dem Moskitosee, schön Stück für Stück ein Gewässer nach dem anderen. Welche Fische lohnen sich? Gerade am Anfang ist es natürlich super wichtig, dass man alles quasi mitnimmt, was man bekommt. Denn man ist am Anfang einfach froh über jeden Fisch, der reingeht. Und das Wichtigste ist, man weiß natürlich nicht genau, welche Fische fängt man wo und an welcher Stelle. Im Idealfall versucht man natürlich ständig Kaffeeaufträge zu machen. Und das kann man gerade an den ersten paar Gewässern richtig gut auch machen. Denn hier sind ganz viele recht kleine und Fische einfach auch drin, die man leicht fängt. Also Giebel und Karauschen, Rotaugen, Güster, Barsche. Also gerade hier diese ersten fünf, die hat man zum Beispiel super leicht gefangen. Und was ist hier wichtig? Also wichtig ist hier, dass man eben auch an diesem Gewässer auf diese leichten und kleinen Fische geht. Wir gucken dazu natürlich direkt mal eben rein, was es hier so gibt. Und da kann man sagen, ja, einfach primär eben Giebel, Güster, Karausche, Kaulbarsch, absolut wichtig, Rotauge, nachts dann die Schläfergrundel und zwischendurch ballert halt mal sowas rein wie eine Schleie. Hier unten den ganzen Rest, das lassen wir weg, aber das hier sind die wichtigen. Also nochmal, nachts die Schläfergrundel, tagsüber einfach hier aufs Rotauge. Wenn man mit der Stippe unterwegs sein möchte, gerne auch mal versuchen auf Lauben, da gehen die Rotaugen auch drauf. Nachts oder in den Abendstunden auch gerne schon den Kaulbarsch. Auch dazu gibt es natürlich immer wieder eine gesamte Playlist hier auf dem Kanal. Einfach mal draufklicken, Playlist Moskitosee, gucken, aha, Kaulbarsch, anklicken, gucken, welcher Köder, gucken, welches Setup, gucken, welcher Spot, zack, Attacke Vollgas und rausziehen die Brocken. Genauso hier, wie gesagt, mit der Karausche, Güster und Giebel. Barsch, vielleicht sogar manchmal die Brasse, aber das ist dann schon wieder nicht mehr Anfänger, sondern das kann man dann auch machen, wenn man Level 12, 15, 20 ist. Auch da kann man immer noch super hier auf diese Fische angeln. Das sind die Main-Fische hier am Moskito. Mit denen macht man am leichtesten, am schnellsten XP, am leichtesten Silber. Alles andere sind Fische, gerade hier die karpfenartigen Hechte, Goldschleie und so weiter. Frosch, manche Sachen lohnen sich einfach auch XP und silbermäßig nicht. Manche Sachen fängt man einfach super selten. Die gehen wir jetzt, wie gesagt, alle durch und als nächstes dann natürlich zum Windenbach. Bevor es mit dem Video weitergeht, schauen wir doch mal eben auf die Uhr. Noch 15 Tage bis Weihnachten. Also nochmal richtig auf die schicke, elegante Holzkernuhr gucken und sich überlegen, was man denn den Liebsten noch schenken kann. Denn hier finden wir nicht nur wunderschöne, hochwertige Geschenke, Ringe, Armbänder, Uhren, Taschen, Brillen, viele verschiedene Accessoires, sondern auch das Ganze noch richtig nice verpackt. Also man muss sich gar nicht mehr viel Theater machen, sondern in diesen Verpackungen, da sieht das einfach schon super hochwertig aus. Eine Schleife drum machen, fertig. Ganz easy und schon hat man ein super hochwertiges, schickes Geschenk für die Liebsten zu Weihnachten. Und das Schöne ist, sie liefern auch noch bis kurz vor Weihnachten, also Lieferung innerhalb weniger Tage, 3 bis 5 Werktage. Also ein bisschen Zeit ist noch, um hier etwas Schickes, Individuelles zu verschenken. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und da sind wir schon am Windenbach. So, und genau so gucken wir jetzt rein hier am Windenbach.
Rekorde, welche Fische sind hier drin, was lohnt es sich hier zu beangeln. Die ersten lassen wir direkt weg. Döbel, damit kann man schon anfangen, das kann man tatsächlich machen. Also durchaus eine Möglichkeit, hier auf Döbel zu gehen, wenn man Bock hat auf Spinning oder wenn man eben die passenden Köder hat fürs Grundangeln, sowas wie Insekten. Auch hier natürlich wieder, es gibt eine komplette Playlist zu allen Fischen und Spots und Ködern auf YouTube. Einfach die Playlist Windenbach anklicken, durchscrollen, welcher Fisch ist interessant. Alte Spots sind auch immer wieder mal aktiv. Alte Köder, alte Setups kann man quasi eins zu eins immer wieder übernehmen und testen und dann eben probieren, ob das läuft. Von daher jetzt einfach nochmal schnell durchgehen. Was ist am Windenbach interessant? Wie gesagt, Döbel. Donkaulbarsch ist mittlerweile deutlich leichter zu fangen, deutlich eher mal, dass der Donkaulbarsch reingeht. Da empfiehlt es sich allerdings auf Allround einfach alles zu angeln, was auf diesen Main-Köder hier geht, auf den Mistwurm. Und da geht eben drauf der Donkaulbarsch, die Muschel, der Barsch zwischendurch, der Flusskrebs, die andere Muschel. Dann gehen da ab und zu mal die Güster drauf. Dann auch hier der normale Kaulbarsch, die Nase geht da drauf, Rotauge geht da drauf, Schläfergrundel geht da drauf. Und das sind auch schon die wichtigen. Ab und zu vielleicht sogar mal hier genau die beiden Zettis. Aber auch hier wieder die wichtigsten Fische. Und das sind alle die, die man nur mit den ganz simplen Köder fangen kann, also Mistwurm und Regenwurm. Nichts anderes braucht man hier für den Anfang. Also Donkaulbarsch, Muschel, Barsch, Krebs, die andere Muschel, der Gründling geht rein. Dann haben wir hier Karausche seltener, Kaulbarsch, der normale auf jeden Fall. Nase geht rein, Rotauge immer mal wieder, Schläfergrundel geht rein und dann war's das, genau. Zobel und Zope eher selten, da geht man nicht gezielt drauf. Zander geht man nicht gezielt drauf, Wels nicht gezielt, Steinschill nicht, Schuppenkarpfen nicht, Schleie geht man nicht dran, Rapfen geht man auch nicht gezielt drauf, Quappe eher weniger. Also das sind alles Dinger, da kann man drauf gehen, wenn man weiß wie, aber nicht, wenn man planlos am Gewässer ist und einfach nur XP machen will und Silber machen will, dann hält man erstmal nur Ausschau auf die easy peasy Fische, die man einfach fängt. Auch Hecht macht man hier nicht. Hasel kann man sehr gut machen und Laube kann man hier sehr gut machen mit der Stippe. Das ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, also das lohnt sich. Und ansonsten, ja, auch hier oben, Brasse eher selten, Aaland eher selten, das sind eher Beifänge. Also die Main-Fische, wie gerade schon gesagt, gerne einfach nur auf Mistwurm. Andere Möglichkeit, wie gesagt, mit der Stippe, was auch super effektiv ist, auf Hasel und auf Laube. Und wie gesagt, auch dazu gibt es jedes Mal ein komplettes Video mit kompletter Anleitung. Auch eine Möglichkeit, wo ich das hier gerade sehe, es gibt auch eine super Möglichkeit, einfach nur hier mit Zuckmückenlarve zu angeln am Windenbach. Auch das ein super Allround-Köder, gerade wenn man hier am Windenbach Kaffeeaufträge absolvieren will. Damit kriegt man super viele Fische hier aus diesen Kaffeeaufträgen immer gefangen und der Köder ist super billig. Also auch da einfach mal reinschauen. Jetzt weißt du, welche Fische hier wichtig sind und wir gehen zum nächsten Gewässer. Wir sind an der alten Festung und damit geht es weiter. Auch hier schauen wir natürlich rein, welche Fische beangelt man, was macht Sinn und welche Fische hätte man gerne, aber darauf zu angeln macht nicht so wirklich viel Sinn. Also absolut essentiell natürlich die Brasse. Funktioniert eigentlich immer. Es gibt mehrere Tutorials schon auf dem Kanal. Einfach da mal reingucken. Neben der gesamten Playlist zur alten Festung, wo jeder Fisch quasi besprochen wird, das Setup besprochen wird, alles, was du wissen musst, gibt es natürlich auch mehrere Tutorials schon. Was ist wichtig beim Brassenangeln? Wie fängt man damit an? Und was braucht man alles? Da auf jeden Fall mal reingucken, denn das ist einer der wichtigsten Fische. Ab Level 12 bis Level 25 kann man sogar sagen, kann man immer mal wieder eben hier auf Brasse gehen. Den Aal, der ist natürlich immer gerne genommen, weil er super viel XP bringt, weil er super viel Silber bringt, aber im Verhältnis beißt er einfach auch super selten. Und so selten wie der beißt,
naja, in der Zeit, wo halt nichts passiert, machst du keine XP und auch kein Silber. Also richtig effektiv ist das nicht. Aaland auch nicht effektiv, Döbel auch nicht wirklich effektiv. Flussbarsch kann man mal machen, bringt aber leider nicht so wahnsinnig viel XP und auch nicht so viel Silber. Wenn es dazu einen Kaffeeauftrag gibt, gerne machen. Giebel geht immer mal wieder gerne mit rein, also durchaus eine Option, kann man gerne mitnehmen. Frosch macht einfach niemals Sinn, das ist einfach nur ein Ködertier. Dann haben wir hier Güster. Wenn es einen guten Spot gibt, gerne auch auf Güster. Läuft gerne auch mal an der alten Festung gut. Hecht kann man an der alten Festung auch sehr, sehr gut beangeln. Gibt mehrere Stellen, gibt es auch mehrere Videos schon zu. Karausche ballert immer mal wieder gut rein. Kaulbarsch Allround geht immer. Wenn man einen Spot dazu findet, natürlich auch Gas geben. Ist aber nicht so populär zu beangeln an der alten Festung. Da ist dann, wie gesagt, Windenbach, Moskitosee oder Belaya deutlich effektiver. Laube kann man auch mal machen, wobei auch das nicht ganz so easy ist hier. Quappe lohnt sich auch nicht so richtig. Rotauge, ja, kann man. Schläfergrundel, nachdem die ja mittlerweile gepatcht ist und deutlich mehr XP bzw. auch Silber bringt, lohnt sich das auch schon mal. Schleie ist hier wirklich immer wieder gut. Und sobald man dann ein bisschen größeres Setup hat für die Schuppenkarpfen, Amure, also schwarze Amur und weiße Amur, dann kann man natürlich auch auf diese Fische gehen, aber das lohnt sich eigentlich erst ab Level 20 plus. Das heißt, wenn man seine erste Karpfenrute sich gekauft hat und wenn man sich die HSV als Rolle gekauft hat, da natürlich einfach nochmal reingucken, was kaufen mit Level 20 in das Tutorial-Video und dann hast du da sämtliche Infos zu. Also, das sind die wichtigen Fische. Alles andere, sowas wie Wels oder auf Quappe gezielt, das macht halt nicht wirklich viel Sinn, genauso wie auf Aaland oder eben hier auf Aal. Das macht alles weniger Sinn, denn die Frequenz ist hier nicht so gut. Also die wichtigsten Fische jetzt nochmal kurz an der alten Festung besprochen und das war's und damit geht es weiter zum nächsten Gewässer. Wir sind angekommen an der Belaya und an der Belaya geht es natürlich hauptsächlich ums Spinning. Aber auch da gibt es immer mal wieder Fische, die sich auf Grund lohnen und wir gucken uns das natürlich komplett an. Also, erstmal alle Fische natürlich fürs Spinning. Ich meine, das sollte eigentlich relativ klar sein. Man sieht ja auch überall, wo hier der Spinning-Köder dran ist. Also natürlich Bachforelle, Döbel und Esche. Das sind die drei Main-Fische, die man hier beangelt. Egal welcher, egal, ja, nicht egal welche Größe, aber ich sag mal, wenn man hier einen Spot hat, wo man einigermaßen große Fische fängt, ich sag mal so um die 500 Gramm plus, dann lohnen sich auch alle drei Fische, dann einfach durchziehen und Gas geben. Also, diese drei Fische sind da absolut Main. Die anderen Fische, sowas hier wie Hecht oder sowas, das ist eher uninteressant, genauso wie Rapfen. Rapfen ballert zwar manchmal rein, aber für ein normales Level 12 bis Level 20 Setup sind die oftmals viel zu schwer, viel zu kampfstark und das ganz gezielte Beangeln der Rapfen ist auch gar nicht so leicht. Also gucken wir nochmal weiter oben durch, fangen wir von oben an, Stück für Stück. Aaland können wir außer Acht lassen, äußerst schwierig zu beangeln, geht ab und zu mal rein, aber gezielt beangeln, keine Chance. Bachforellen beangeln funktioniert super, Brassen hier beangeln auch eher schwierig. Döbel beangeln funktioniert super, das kann man gerne machen. Esche beangeln funktioniert super, Barsch will man hier nicht beangeln, bringt zu wenig Silber und XP. Flusskrebs kann man hier gezielt beangeln, auch dazu gibt es schon ein Video auf dem Kanal bzw. auch in der Playlist zur Belaya, da kann man natürlich auch einfach mal reingucken und dann hat man zu jedem Fisch auch passendes Setup, passende Position, genauso wie später gleich noch der Kaulbarsch, da gibt es auch mehrere Positionen zu. Muschel beangeln, gar nicht so einfach. Giebel beangeln, ja, geht immer mal rein, aber eher ungewollt. Lohnt sich eigentlich nicht so sehr hier. Frosch, wie immer, macht keinen Sinn. Gründling eher schwierig. Güster ist meine Nemesis. Ich fange das Teil einfach nicht als Trophy. Irgendwann werde ich das Ding auch nochmal kriegen. Ist aber auch nicht so effektiv. Da gibt es immer mal wieder einen Spot, aber eher selten. Hasel hier an der Belaya, super schwierig auch zu kriegen. Ganz, ganz tricky, das Ding zu fangen. Sehr selten, dass es da einen Spot gibt. Hecht auch gar nicht so einfach hier zu bekommen. Beißt einem zwar manchmal die Schnur durch,
aber eigentlich eher selten und schwierig zu beangeln. Karausche, ja, geht ab und zu mal, aber auch nicht so super effektiv. Kaulbarsch, wie gesagt, da gibt es 2 bis 3 Spots, die immer mal wieder richtig gut funktionieren. Und dazu gibt es natürlich auch die Kaffeeaufträge. Das lohnt sich manchmal richtig, richtig hart. Laube auch eher schwierig, Nase eher schwierig, Quappe auch eher schwierig. Rapfen, wie gesagt, beim Spinning ballert er manchmal rein, eher ungewollt. Rotauge, auch das lohnt sich tatsächlich hier an der Belaya, weil man Rotauge hier auch mit Kaffeeaufträgen, manchmal 2 Kaffeeaufträge gleichzeitig sogar. Das heißt, das kann man richtig gut beangeln hier, wenn die Kaffeeaufträge drin sind, dann lohnt es sich. Sterlet und Schuppenkarpfen, also Schuppenkarpfen, super schwierig hier zu beangeln. Ja, funktioniert, aber auch das ist eher dann im höheren Levelbereich vielleicht eher machbar. Sterlet, super schwierig, weil man weit, weit, weit rauswerfen muss und dann am besten auch noch passende Futtermische benötigt. Das ist überhaupt nicht so leicht herzustellen. Das kann man wahrscheinlich erst im Endgame herstellen. Also Endgame-Fisch, genauso wie der Taimen. Endgame-Fisch, absolut schwierig, absoluter Endgegner, natürlich auch beim Spinning. Wälzier beangeln, super schwierig, super, super selten, dass der überhaupt reingeht, genauso wie Zander, sehr selten, dass der reingeht und gezieltes Beangeln macht keinen Sinn, genauso wie Zobel. Also macht hier absolut keinen Sinn. Das heißt, die effektiven Fische, die hier sinnvoll sind, sind Rotauge, sind Kaulbarsch, sind Güster, vielleicht so ein bisschen, wenn ein Spot läuft, sind ab und zu mal die Giebel, wenn sie reingehen. Flusskrebs kann man auch machen. Und dann natürlich im Spinning, Main, europäische Esche, Döbel und die Bachforelle. Und der Rest lohnt sich hier absolut nicht. Ab zum nächsten Gewässer. Ja, wir sind angekommen hier am Kuori. Und auch hier geht es natürlich wieder los. Wir gucken direkt rein in die Liste der Fische, die sich hier lohnen zu beangeln. Was zieht man hier wahrscheinlich raus und was zieht man hier wahrscheinlich nicht raus? Wir gehen einfach Stück für Stück von oben nach unten durch und ich gehe einmal durch und sage, welche Fische man hier effektiv und gezielt beangeln kann. Und wir fangen einfach an hier mit dem Aaland. Absolut schwierig gezielt zu beangeln. Fängt man immer mal wieder nebenbei, aber eben ganz gezieltes Beangeln eher weniger. Bachforelle hier. Super, super selten. Absolut, ja, viel zu selten. Das Ding ist absolutes Glück, dass das Ding mal reingeht. Bachsaibling, durchaus eine Möglichkeit. Auch dazu gibt es schon Videos auf dem Kanal. Einfach mal reingucken in die gesamte Playlist zum Kuori. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ob man den jetzt mit Naturködern beangelt oder vielleicht hier mit dem Köderfisch. Aber absolut machbar. Genauso wie die Brasse, da gibt es immer mal wieder Spots. Auch das absolut machbar, kann man gerne mal mitnehmen. Dann haben wir hier die europäische Esche. Ja, geht ab und zu mal rein. Ganz gezieltes Beangeln, allerdings eher ein bisschen schwierig. Barsch ballert leider viel zu oft rein hier am Kuori. Lohnt sich allerdings auch nicht. Ist halt so ein lästiger Fisch, geht immer mal mit rein. Braucht man nicht. Giebel richtig effektiv zu beangeln. Ja, eher weniger. Frosch, wie immer, einfach nur ein Ködertier. Braucht man nicht zwingend. Güster, auch hier eher ein bisschen schwierig. Hecht kann man hier tatsächlich ganz gut gezielt beangeln. Ob das jetzt vom Land aus ist oder mit dem Schleppen, geht immer mal wieder ganz gut. Karausche, auch eher weniger. Muss jetzt nicht zwingend sein. Genauso wie auch der Kaulbarsch. Das muss nicht hier unbedingt sein. Was sich hier wirklich lohnt, ist dann nochmal das Kuori-Fältchen. Ein Fisch, den nur hier gibt, lohnt sich auch wirklich, wenn man dann den Spot hat. Das ist allerdings auch wieder ein bisschen fortgeschritten, das heißt, man fängt den deutlich besser mit der Doppelködermontage. Also wenn man zweimal jetzt zum Beispiel jetzt hier die Steinfliege verwenden kann, dann funktioniert das ganz gut. Pelletmarine auch super selten und schwierig zu fangen. Quappe fängt man hier richtig gut. Da gibt es immer mal wieder richtig gute Top-Rekorde bei der Quappe. Ob das mit totem Köderfisch ist oder mit Fischfetzen, das lohnt sich. Regenbogenforelle würde ich gerne mehr fangen. Super Fisch, einfach beim Schleppen immer mal wieder mit dabei. Ganz gezieltes Beangeln äußerst schwierig. Rotaugen gezielt beangeln, auch hier eher ein bisschen schwierig. Schuppenkarpfen gezielt beangeln, auch das eher ein bisschen schwierig. Seeforelle, Seesaibling, Seewarnforelle. Die beiden oder die 3 hier vom See, die funktionieren immer wieder ganz gut. Die sind auch regelmäßig beim Schleppen am Kuori dabei. Einfach auf Wobbler, auf Blinker, auf verschiedenste Köder. Das funktioniert regelmäßig. Da gibt es auch verschiedenste Videos schon. Einfach mal da, wie gesagt, in die Playlist reingucken. Seesaibling Kuorski,
super selten, einer der seltensten Fische auch. Den als richtig groß hier als Trophy zu fangen, ist abgefahren, ist super selten. Also ganz, ganz schwieriges Ding. Wenn er reingeht, dann allerdings lohnt es sich richtig. Sumpferritze kann man richtig gut gezielt beangeln. Auch dazu gibt es schon ein Video auf dem Kanal, genauso wie hier auch die Zwergmaräne. Ob das mit Grund ist oder mit Spinnern oder mit Pose. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Allerdings ist das vom Silber her, naja, und von den XP her eher so mittelmäßig. Da macht es dann wirklich die Masse. Also da kann man sich schön den Kescher voll machen und auch mehrere Trophys wahrscheinlich fangen. Also das geht. Im Großen und Ganzen gibt es hier eigentlich nicht ganz so viel, was sich nicht lohnt, wenn man hier hauptsächlich Spinning macht und hauptsächlich mit dem Boot unterwegs ist und schleppen geht. Dann klappt das ganz gut. Die meisten Sachen vom Land aus oder auf Grund sind hier eher ein bisschen schwierig. Also einmal alles durchgegangen von vorne bis hinten und damit sind wir durch mit dem Koori und es geht weiter zum nächsten See. Ja, wir sind am Bärensee und am Bärensee gehen eigentlich immer drei Spots. Und wir gucken mal eben rein, was man denn am Bärensee so fängt. Und am Bärensee fängt man natürlich hauptsächlich Karpfen. Also, Karpfen, Karpfen, Karpfen. Das erste Karpfengewässer, was sich auch wirklich lohnt. Ab und zu, wir fangen einfach wieder vorne an, ab und zu gibt es mal Stellen, wo auch Aaland funktioniert. Leider am meisten eher als Beifang, also gezieltes Beangeln auf Aaland eher ein bisschen schwierig. Gezieltes Beangeln der Barbe funktioniert richtig gut, immer mal wieder, ob das Naturköder sind, also mit relativ kleinem Setup und feinem Setup oder dann irgendwann schon mit Karpfen-Setup und Boilies, auch das funktioniert immer mal wieder ganz gut. Brasse, ja, kann man tatsächlich auch ganz gut hier beangeln, aber es ist ein bisschen gefährlich, denn man hat eben häufig die Beifänge und das können dann eben auch mal dicke Karpfen sein. Das heißt, so richtig gezielt auf Brasse hier angeln, ist für die Masse wahrscheinlich eher schwierig, weil man halt immer wieder ausgebremst wird durch einen dicken, fetten Karpfen. Genauso wie mit dem Döbel, auch der ballert halt mal immer mal wieder hier auf so klassische Karpfenköder rein, ist eher ein Beifang. Barsch eher ein Beifang, Muschel auch sehr schwierig, eher ein Beifang, genauso wie Giebel. Goldschleie, super seltener Fisch, ist aber eigentlich hier am besten zu befangen, am Moskitosee fast gar nicht zu kriegen, aber hier eben auch in Trophy-Größe, also Goldschleie kann man hier beangeln, ist allerdings super, super selten, aber er geht rein. Grasfrosch, wie immer, lohnt sich nicht. Güster, ja, schwierig, aber kann man auch mal probieren, aber es ist tatsächlich auch hier wieder schwierig, das Ding gezielt zu bekommen. Hecht, super schwierig hier zu angeln, Karausche geht immer mal wieder mit rein. Kaulbarsch würde ich hier auch nicht beangeln, lohnt sich einfach nicht. Laube super selten. Hier sind natürlich die Karpfen ganz weit vorne und das ist dann natürlich der seltene Lederkarpfen und natürlich hier Schuppenkarpfen, schwarze Amur, Spiegelkarpfen, weiße Amur. Das hier sind die wichtigen. Wenn man unterwegs ist auf Goldschleie, fängt man natürlich auch die normale Schleie, die geht immer mal wieder mit rein. Und wenn man mal mit normal sowas wie einem Wurm oder so unterwegs ist, fängt man auch mal eine Schläfergrundel oder ein Rotauge. Quappe auch eher selten. Also Main hauptsächlich hier einfach konzentrieren auf die Karpfenartigen, auf die Schleie zum Beispiel, das geht auch noch mit rein, vielleicht sogar eben auch noch hier auf die Barbe. Ansonsten die anderen erstmal ein bisschen außer Acht lassen. Das hier sind die wichtigen und die anderen oder auch sowas hier wie eine Goldschleie, das macht man dann, wenn man weiß wie und wenn man genug Geduld hat und wenn man auch das passende Equipment hat. Dann hatte ich am Anfang gesagt, ja, Bärensee geht immer. Es gibt die drei ultimativen Spots hier am Bärensee. Auch dazu einfach mal reingucken in die Playlist Bärensee. Da wirst du immer wieder Videos finden zum Thema, wie angeln, wie starten mit der Futtermische. Ganz einfach am Bärensee, also die ganz simplen Startempfehlungen, wie man hier und wo man hier am Bärensee angelt. Und diese drei Spots funktionieren immer. Einer dieser Spots wird immer gut funktionieren und auch Karpfen liefern. Wir sind am Wolchow und am Wolchow ist es super spannend zurzeit, denn der Wolchow liefert zurzeit keine Fische. Ganz, ganz schwieriges Ding. Es ist gerade wirklich nicht so leicht, dass man hier ordentlich etwas rauszieht. Aber wir gucken natürlich durch, was man denn hier an für sich immer wieder gut fängt und was sich hier lohnt.
Hier kann man tatsächlich ab und zu ganz gut den Aal fangen. Aber für einen Aal zählt es natürlich wie für andere Aalspots oder Gewässer auch. Super selten, mit Glück geht er rein. Da kann man mal eine Nacht drauf testen, aber mehr als 3 Tage würde ich da auch nicht mich darauf hinsetzen. Und einfach 3 Tage, 3 Stunden nichts fangen, ist halt extrem langweilig. Aaland kann man immer mal wieder ganz gut hier fangen. Es gibt tatsächlich auch immer mal wieder Spots vom Land aus. Allerdings zurzeit eher schwierig. Atlantischer Lachs, ja, geht auch einmal mal wieder rein. Auch jetzt zurzeit gerade schwierig, würde ich glaube ich eher weniger im Moment machen. Brasse funktioniert gerade ganz gut, geht immer mal wieder ganz gut rein, kann man auch gezielt beangeln. Ja, gibt es allerdings wenige Infos zu richtig gut funktionierenden Spots. Genauso wie Döbel, auch das kann man immer mal wieder ganz gut testen, selbst vom Land aus, selbst einfach auf Grund, auch das durchaus eine Möglichkeit. Muschel ist eher tendenziell ein Beifang, Barsch eher ein Beifang, Flusskrebs auch das eher mal ein Beifang, genauso wie hier die Flussmuschel. Giebel gibt es seltener irgendwelche Spots, Grasfrosch auch nicht interessant, Gründling sehr selten mit irgendwelchen Spots. Güster gibt es immer mal wieder Spots, die dann auch richtig groß werden. Das lohnt sich auch immer mal wieder darauf zu gehen und die zu suchen. Hasel eher selten, Hecht lohnt sich tatsächlich. Da gibt es auch verschiedene Stellen, verschiedene Möglichkeiten auf Hecht zu angeln. Da kann man sich tatsächlich auch mal die Taschen gut mit voll machen. Karauschen angeln, tendenziell vielleicht eher ein bisschen als Beifang. Kaulbarsch auch nicht ganz so effektiv. Manchmal ganz gut eben hier der Ladoga-Lachs, auch das leider schon seit längerem eher schlecht und schleppend, also wirklich mit Flaute zurzeit. Ich hoffe, dass das bald mal besser funktioniert. Tendenziell leichter zu beangeln als eben der große Lachs, der Atlantische. Laube kann auch hier immer mal wieder richtig gut funktionieren. Gerade direkt am Anleger, da gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass man direkt am Anleger hier vorne auf Laube angelt und dann auch ratzfatz die Kaffeeaufträge absolviert. Also das funktioniert tatsächlich immer wieder ganz gut hier mit der Laube. Nase eher mal als Beifang, Quappe, ja, kann man machen, aber da ist es natürlich ein bisschen gefährlich, weil da auch mal der Wels dann drauf geht, wenn man da lang jiggt. Rapfen funktioniert auch immer mal wieder, geht immer mal wieder ganz gut rein. Rotauge, ja, selbst Rotauge kann man hier richtig, richtig gut beangeln und zwar so beangeln, dass man damit tatsächlich auch Silber verdient und XP macht, denn hier kann man Rotaugen in einer Wahnsinnsfrequenz ab und zu mal, je nachdem, was das für ein Spot ist, aber auch richtig gut dann eben beangeln, dass man hier damit richtig Silber macht. Schläfergrundel eher Beifang, Schleie eher Beifang, Schuppenkarpfen auch eher ein bisschen schwierig und Beifang. Wels würde ich natürlich hier nicht gezielt beangeln, weil die Chance, hier eine Trophy zu fangen, ist eher sehr gering. Ja, die gehen mal mit rein, aber lohnen tut es sich nicht, als Low- und Mid-Level schon mal gar nicht. Und wenn man ein passendes Setup hat, dann will man ja auch irgendwann die Trophy haben. Und wie ihr seht, bisher wurde sie noch nicht gefangen hier. Zerte, ja. Am Wolchow geht es um die sogenannten Z-Fische. Zerte, Zobel, Zope. Immer mal wieder richtig gut und effektiv. Immer mal wieder aktive Spots. Wenn man die fängt, dann auch häufig alle 3. Oder zumindest einen von diesen 3 und die lohnen sich. Der größte davon ist die Zerte, da durchaus mal mit einem etwas größeren Haken auch reingehen. Auch dazu gibt es natürlich Infovideos. Genauso dann eben für Zobel und Zope gibt es immer mal wieder Spots. Also 5 Spots ungefähr an dem Gewässer, die man hier abklappern kann, um auf diese Z-Fische zu gehen. Zwergmarine. Muss man nicht, ist halt ein bisschen klein, ist auch ein bisschen schwierig gezielt zu beangeln. Und dann fehlt noch der letzte mit Z, das ist der Zander. Und der Zander lohnt sich auch immer mal wieder, also kann man auch richtig gut beangeln. Allerdings auch da immer wieder die Gefahr, dass da ein Wels reingeht. Das heißt, wenn man mit einem mittelschweren Setup unterwegs ist auf Zander und dann ballert auf einmal ein schwerer Wels rein, dann kann er schon mal so einen Abend vermiesen. Aber grundsätzlich macht Zander auch hier immer mal wieder Bock. Ja, das sind die Fische vom Wolchow. Wie gesagt, alle Infos und zu allen Fischen, die man gut beangeln kann, gibt es bereits in der Playlist hier auf dem Kanal. Komplette Informationen, wie das Setup auszusehen hat, welche Köder funktionieren und an welchen Spots die zu fangen sind. Wir machen weiter mit dem Donetz. Und am Donetz, muss ich sagen, war ich so gut wie noch gar nicht. Eins der ja von mir am wenigsten beangelten Gewässer. Weil es ein bisschen tricky ist,
das Gewässer zu beangeln, denn es funktioniert hier sehr gut mit der Stippe, es funktioniert sehr gut mit dem Posenangeln, es funktioniert hier auch ganz gut mit dem Wecki-Rig zum Beispiel. Also eher leicht und fein und filigran. Nichtsdestotrotz begebe ich mich immer wieder jetzt hier hin und versuche auch hier die noch mir fehlenden Fische zu fangen und wir gehen einfach mal eben durch. Aaland, ja, aber nicht so ganz gezielt und direkt, also auch eher mal so ein bisschen als Beifang. Brasse, auch da eher mal ein bisschen Beifang. Döbel geht immer mal wieder rein, meist aber auch eher ungewollt, also ist immer mal wieder mit dabei, gerade wenn man eben mit Spinning unterwegs ist oder mit Wecki-Rig oder eben auch mit so Insekten als Ködern, dann geht das auch immer mal wieder, also kann man auch tatsächlich ganz gut fangen. Donkaulbarsch ist auch tatsächlich hier immer wieder ganz gut zu befangen. Ihr seht hier das Durchschnittsgewicht oder das Maximalgewicht bis hier 430 Gramm, also hier gibt es richtig große Dons, also auch durchaus die Möglichkeit, den hier als Trophy zu fangen. Donauhering hat auch immer mal wieder Spots, lohnt sich auch richtig, genauso wie die Muschel, also auch hier gibt es immer mal wieder richtig gute Spots für Muschel. Barsch, ja, lohnt sich jetzt nicht so besonders, kann man natürlich mal machen, aber effektiv ist es nicht. Flusskrebs kann man natürlich auch immer mal wieder machen, auch das geht immer mal wieder zwischendurch ganz gut, genauso wie die andere Muschel. Also da gibt es immer mal wieder Spots, wenn man hier zum Beispiel sich ein paar Köder angeln will, Muschelköder. Giebel gibt es auch immer mal wieder, meist so in diesem in dem nicht fließenden Gewässerteil. Da lohnt es sich dann auch manchmal auf Giebel oder Schleier und so zu gehen. Da kommen wir dann gleich noch zu. Frosch lohnt sich nicht. Gründling eher weniger. Güster, ja, passiert auch immer mal wieder, dass es da einen Spot gibt. Aber ja, man sieht es fast eigentlich eher so als Beifang. Hasel geht auch immer mal wieder mit rein. Hecht, immer mal wieder ein bisschen schwierig zu beangeln. Würde ich, glaube ich, hier nicht gezielt beangeln, genauso wie Karausche. Kaulbarsch kann man machen. Was sich hier natürlich lohnt, weil eben auch exklusiv an dem Gewässer, ist der Kürbiskernbarsch. Super schick, aber auch schwierig zu beangeln. Aber auch das Ding lohnt sich und da gibt es eben auch richtig gut funktionierende Spots. Laube, naja, kann man machen. Nase tendenziell eher Beifang, Quappe eher Beifang. Rapfen kann man hier ganz gut machen. Die kann man tatsächlich beim Schleppen beangeln oder einfach auch vom Land aus, wenn man dann einen Spot gefunden hat. Geht immer mal wieder ganz gut. Wobei es auch gewichtsmäßig vielleicht nicht ganz so an die größeren Gewässer drankommt, aber wenn man da Bock drauf hat, kann man auch auf Rapfen gehen. Rotauge, ja. Rotfeder, ja. Also das funktioniert beides ganz gut. Und da haben wir noch die dritte im Bunde, dann nehmen wir die direkt mit, die Plötze. Also die drei Kandidaten, die Rotaugen Variation, ja, die gehen hier auch immer mal wieder ganz gut. Man sieht hier natürlich freakige Köder, die gehen aber auch mit ganz einfachen, simplen Ködern, Teigen und Maden und ähnliches. Russischer Stör, tendenziell eher ein bisschen schwierig, kann man aber mal versuchen. Schleier auch wieder im stehenden Gewässer, also im Seitenarm, genauso wie den Schuppenkarpfen. Schwarzmeer-Beluga, wenn man das will, kann man sich sowas mal gönnen. Super tricky, dauert natürlich seine Zeit, das ist natürlich nichts auf Masse. Kutum, super seltener Fisch, super schwierig zu beangeln. Schwarzmeer-Seelaube, schwieriges Dingen. Sibirische Plötze hatten wir gerade schon, gibt es immer mal wieder gute Spots, aber auch gar nicht so leicht zu beangeln. Sichling geht immer mal wieder im großen Bereich, also wenn man dann mit einem großen oder man hat einen Spot und geht dann tendenziell mit einem etwas größeren Köder auf dem Sichling für große Sichlinge, dann lohnt sich der Fisch. Wenn der immer mal wieder als Beifang reingeht, ja, dann ist das eher ein nerviger Fisch, aber er kann sich lohnen. Steinschill, ja, bisschen schwierig, hier vielleicht nicht so ganz gezielt. Tulka-Sardine, super selten, lohnt sich überhaupt nicht. Weder kohlemäßig noch XP-mäßig, aber einfach selten. Ukrainisches Bachneunauge, noch seltener wie alle bisher genannten Fische. Also absolut seltenes Dingen. Weißer Amur auch hier nicht so häufig. Kann man mal, wie gesagt, dann hinten wieder in diesem Seitenarm fangen. Wels geht auch immer mal wieder rein. Wildkarpfen kann man hier tatsächlich mal probieren. Wobei das auch effektiver an anderen Gewässern geht. Aber ja, durchaus mal eine Möglichkeit, auch mit simplen Ködern, sowas wie mit dem Tauwurm. Zander geht auch ab und zu mal, allerdings auch vielleicht nicht ganz so gezielt. Und Zobel auch tendenziell eher seltener. Also die effektivsten Fische und die Fische, die sich hier wirklich lohnen am Donetz, sind sowas wie die Plötze, Schwarzmeer-Seelaube, dann hier Rotfeder vielleicht und Kürbis, Kern, Barsch natürlich. Hasel gibt es auch mal immer wieder Spots und dann eben hier die
Krusten- und Schalentiere, also Flusskrebs, Muschel, bis dann hin zum Don und Donauhering. Das sind so hier die effektivsten Fische am Donetz. Wir sind an der Sura und kommen damit zum nächsten Gewässer, was nicht so leicht zu beangeln ist und wo es wirklich Schwierigkeiten gibt, bei verschiedensten Fischen diese gezielt rauszuziehen und hier überhaupt an der Sura effektiv was zu fangen. Wie immer ist der Aal natürlich schwierig zu beangeln, also lässt man da die Finger von, es sei denn, man hat ausreichend Sitzfleisch. Aaland auch hier leider ein bisschen schwierig zu fangen. Brasse äußerst selten, dass das hier gut funktioniert. Also lässt man auch die Finger davon. Döbel genauso, eher tendenziell Beifang. Flussmuschel gibt es auch eigentlich nicht so wirklich viele effektive Spots. Kann man mal probieren, aber das ist auch eher mal Beifang. Barsch lohnt sich einfach nicht. Flusskrebs lohnt sich auch einfach nicht. Die normale Muschel lohnt sich auch nicht. Giebel gibt es immer mal wieder Spots, die sich lohnen können. Also kann man mal machen. Frosch beangelt man nicht. Gründling braucht man auch nicht an der Sura. Dafür geht es zum Windenbach. Güster gibt es auch immer mal wieder Spots. Allerdings auch sehr selten. Hasel genauso selten. Hecht kann immer mal wieder ganz gut funktionieren. Also das kann man schon mal probieren. Karausche, ja, kann auch immer mal wieder ganz gut funktionieren in diesem Tümpel, in dem See hier. Kaulbarsch, eher tendenziell seltener. Wenn man dazu natürlich einen Spot hat, Kaulbarsch lohnt sich immer. Also wenn es dazu einen Spot gibt, gerne natürlich testen. Einfach auf die Suche gehen danach, ist eher ein bisschen schwierig. Laube eher schwierig. Marmorkarpfen gibt es richtig gute Spots. Das ist allerdings dann auch schon etwas mit passendem Setup, weil es hier mit einer starken Strömung, wenn man da auf die großen Brocken geht, können die halt richtig gut abgehen. Also da braucht man schon ein starkes Setup. Nase ist immer mal wieder mit dabei als Beifang. Kann man hier tatsächlich sehr große fangen. Quappe kann man auch hier immer wieder ganz gut beangeln. Da gibt es verschiedene Spots, die auch richtig gut gezielt funktionieren. Rapfen funktioniert hier immer wieder ganz gut an der Sura. Da gibt es tatsächlich Stellen, wo man auch ganz gut Trophies fangen kann. Rotaugen ist hier, glaube ich, eins der Hauptgewässer in diesem Tümpel für Rotaugen-Trophy-Jagd. Also das super effektiv hier, wenn es dann einen Spot gibt oder es gibt so zwei, drei Spots, die halt immer wieder mal richtig gut funktionieren. Rotfedern wird hier häufiger auch gesucht, ist aber nicht ganz so leicht zu finden. Russischer Stör wurde hier in der Vergangenheit immer wieder ganz gut beangelt, ist aber mittlerweile hier nicht mehr so populär, weil einfach schwer zu fangen. Schläfergrundel tendenziell als Beifang, Schleie eher als Beifang, ein bisschen schwieriger zu beangeln. Schuppenkarpfen kann man hier auch beangeln, auch in diesem Tümpel, aber tendenziell auch eher ein bisschen schwieriger. Sichling geht immer mal wieder mit rein, auch aber nicht ganz so effektiv wie vielleicht am Donetz oder an der Achtuber. Silberkarpfen, das hier ist eins der Gewässer Nummer 1 für Silberkarpfen. Auch hier werden regelmäßig Trophys gefangen. Das lohnt sich. Genauso wie Steinschild. Steinschild kann man hier super gut und auch gezielt beangeln. Das lohnt sich auch. Das macht auch richtig Bock. Auch sowas wie Sterlet. Auch das funktioniert immer wieder richtig gut. Sterlet gibt es immer wieder gute Spots. Das ist natürlich nichts, was man mal eben so kann. Denn Sterlet braucht passende Futtermische und ja, am besten ein passendes Setup, dass man da eben dann auch die Fische rausbekommt. Wels geht hier leider immer mal wieder auch mit rein. Hier können auch richtig große Brocken reinballern. Also gerade wenn man auf Zander oder so aus ist, können auch immer mal wieder eben hier die Welse reinschießen und einen dann gut fertig machen. Wenn man auf Marmorkarpfen aus ist, hat man auch immer mal wieder hier den Wildkarpfen dabei oder man ist vielleicht auf Silberkarpfen oder auf Sterlet aus, dann ist auch immer mal wieder der Wildkarpfen dabei. Also auch der kann sich hier wirklich gut lohnen. Zerte Spots eher tendenziell selten. Zander, ja, absolutes Gewässer, dass man eben auch hier mal auf den Zander geht. Also ab der Sura gerne mal richtig schön auf Zander. Zobel und Zope tendenziell eher selten. Das sind die wichtigsten Fische an der Sura. Alles in allem ist die Sura schwierig zu beangeln. Man muss auch einfach mal versuchen, gänzlich andere Köder zu nutzen, als die, die man vielleicht kennt. Aber grundsätzlich gibt es auch an der Sura Fische, auch wenn sie versteckt sind. Wir sind am nächsten Gewässer und das ist der Ladoga-See. Ladoga-See hat wieder super krasse, nice und sehr spezielle Fische. Und da gucken wir natürlich wieder rein. Es gibt schon einige Videos auch hier auf dem Kanal und natürlich eine gesamte Playlist auch zum Ladoga-See.
und den spezifischen Fischen. Einfach mal reingucken, da wird jeder Fisch bzw. die wichtigsten Fische hier und natürlich auch die Setups und Köder alle besprochen. So, wir gucken mal wieder rein. Also, Aal. Der Aal wird am Ladogasee immer mal wieder, man sieht es auch hier, gerne auf Kunstköder gefangen. Also nicht nur wie üblich eben auf irgendwelche Fischfetzen und Co., sondern auch auf Kunstköder. Nichtsdestotrotz ist das immer mal wieder Beifang und leider gar nicht so gezielt zu beangeln. Beifang-Aal, Beifang-Aaland, tatsächlich eher selten und Beifang-atlantischer Lachs. Vor Jahren war das mit dem atlantischen Lachs noch deutlich einfacher, deutlich gezielter zu beangeln. Mittlerweile äußerst schwierig, aber es versuchen ja auch sehr, sehr wenig Leute, den hier zu fangen. Aber ja, man kann es versuchen. Es ist aber natürlich auch nichts, was man mal eben easy macht. Bachsaibling, ja, absolut. Hier am Ladoga geht man auf Bachsaibling. Und zwar mit Kunstköder oder mit Köderfischen immer mal wieder testen. Bachsaiblinge und auch die ganzen anderen Saiblingsarten, die noch später kommen, absolut hier zu beangeln. Baltischer Stör, ja, auch das kann man hier tatsächlich wirklich gut machen. Und das ging auch schon, ja, eigentlich von Anfang an immer wieder ganz gut, seit es das Gewässer gibt. Also hier ab an der, am Ladogasee auch gerne mal eben hier auf dem Baltischen Stör, wenn man natürlich ein passendes Setup hat, für so einen 200-Kilo-Fisch. Brassenspots gibt es immer mal wieder, aber naja, eigentlich relativ selten und so richtig effektiv. Naja, ich glaube, da kann man einfacher woanders die Brassen fangen, genauso wie Döbel. Das muss man hier, glaube ich, nicht zwingend fangen. Da gibt es eben einfachere Gewässer und wo man den gezielter beangeln kann. Dreistacheliger Stichling, Jawolski, gibt es immer wieder Spots. Also das ist eine Stelle oder da gibt es Stellen, die man eben auch richtig effektiv dann diese Fische rausziehen kann. Und dann lohnen die sich tatsächlich. Esche tendenziell eher selten, schwieriger zu fangen. Genauso wie der Barsch, ja, geht immer natürlich mal wieder rein beim Saiblingsangeln. Aber richtig haben will man den nicht. Aber es werden hier immer mal wieder auch richtig große Trophys gefangen. Genauso wie Giebel. Es gibt immer mal wieder so absolut brokene Spots, wo der Giebel Trophy-mäßig reinballert. Also wenn so ein Spot mal wieder aktiv ist, hier einfach mal ein paar Trophys Giebel abholen. Frosch, wie immer, lohnt sich nicht. Kann man natürlich machen. Da gibt es auch ein paar Stellen im verschlonsten Grünzeug, im Grüngürtel. Ganz oben im Norden, also das... Moment, ganz unten im Süden ist es. Das kann man mal immer wieder ganz gut machen. Güster tendenziell weniger, eher vielleicht so als Beifang. Hasel genauso. Hecht, Hecht absolut essentiell hier am Ladogasee. Mehrere Stellen, mehrere Möglichkeiten hier auf Hecht zu gehen und auch richtig, richtig große Brocken zu ziehen. Karauschen tendenziell eher Beifang. Kaulbarsch auch eher selten. Klotz-Saibling. Super seltener Fisch, aber nichtsdestotrotz kann man den Klotz auch hier ganz gut fangen, also das funktioniert. Ladoga Lachs geht auch ab und zu mal mit rein, aber wie gesagt, hier wird äußerst selten eigentlich auf Lachs geangelt. Vielleicht könnte man das einfach mal wieder machen. Lohnt sich natürlich auch, wenn man davon ein paar bekommt, aber die letzten Monate war das einfach zu wenig. Also da kam einfach zu wenig bei rum. Laube eher schwierig. Ladoga Renken. Jetzt kommen wir gleich zu den Renken und Maränen und dafür ist dieses Gewässer hier super wichtig. Ganz viel auf Pose, manchmal auch auf Wacky-Rig. Also das lohnt sich hier mit der Ladoga Renke. Dann haben wir den Ladoga Saibling, also eine der Saiblingsarten wieder. Genauso wie der Klotz-Saibling und der Bach-Saibling. Natürlich geht auch hier der Ladoga Saibling rein, schön mit Jig. Quappe, auch das funktioniert immer mal wieder ganz gut. Gerne auch als Beifang, wenn man eben hier auf Saibling ist, hat man auch mal die Quappen dabei. Dann kommen wir hier zur Ripus-Maräne. Renken und Maränen, jawohl, zählt genauso dazu. Nimmt man auch gerne mit, funktioniert hier richtig gut und dafür ist das Gewässer auch da. Rotaugen, ja, gehen manchmal mit rein. Schuppenkarpfen, ja, gehen manchmal mit rein, wenn man da zum Beispiel auf Giebel unterwegs ist. Seeforellen gehen manchmal mit rein, wenn man am Schleppen ist oder wenn man auf Pose unterwegs ist. Auf die Maränenarten passiert. Stint lohnt sich. Dieser kleine olle Stint, damit kann man richtig gut Cash machen, weil der sich einfach größenmäßig lohnt. Also man kriegt relativ schnell
große Größen von diesem Stint hin bis hin zur Trophy oder Super Trophy sogar. Und dadurch kann man natürlich super viel Silber verdienen plus Kaffeeaufträge. Also das kann man ganz gut machen. Auch dazu gibt es schon Videos auf dem Kanal. Einfach mal reingucken. Sumpf El Ritze, auch das, wobei nicht ganz so effektiv wie der Stint, aber auch das kann sich lohnen, wenn die Frequenz da ist. Dann kommen wir jetzt zu den seltenen Walambuckelmaräne, Foxy-Renke, hier unten Wolchow-Renke. Super selten, sehr schwierig zu kriegen, aber auch das würde sich lohnen, wenn man die mal endlich fängt. Es gibt immer mal wieder Spots, auch dazu gibt es jetzt zuletzt noch ein paar Videos, immer mal wieder mit Pose. Das Posenangeln allgemein hier am Ladogasee wurde ein bisschen gepimpt und wurde verbessert und dadurch fängt man die deutlich leichter. Welsangeln hier, nee, will man eigentlich nicht. Gehen leider mal immer wieder rein, wenn man hier auf Bachsaibling ist, aber effektiv drauf angeln will man die nicht. Zerten-Spots gibt es auch immer mal wieder, kann man ganz gut machen. Wenn es dann einen aktiven Spot gibt, klar, sofort dahin. Zander, ja, auch eher tendenziell als Beifang auf Saibling, also beim Jiggen, geht aber immer wieder mit rein. Genauso wie Zobel oder Zope, also diese Z-Fische, auch die haben immer mal wieder so als Beifang, werden die oder tauchen die mal als Spot auf. Aber gezielt drauf suchen, das ist eher schwierig, genau wie die Zwergmaräne, die will man eigentlich nicht. Kann man mal machen, aber eigentlich will man dann lieber hier auf die anderen Maränen, denn die bringen nochmal deutlich mehr Silber und XP. Kommen wir zum absoluten Karpfengewässer, dem Bernsteinsee. Und am Bernsteinsee geht es natürlich komplett um Karpfen. Fängt man hier noch was anderes? Ja, man fängt natürlich auch noch ein bisschen was anderes. Also dementsprechend lassen wir jetzt hier die ganzen Karpfen einfach mal aus. Was natürlich gesagt werden muss, sowas hier wie einen Albino oder wie einen Geisterkarpfen oder so einen goldenen Karpfen, die sind natürlich super selten. Sowas fängt man nicht mal eben nebenbei. Diese Fische sind super selten. Also das ist extrem schwierig, sowas zu fangen. Genauso schwierig wie immer ist auch der Aal zu fangen. Was ganz nice ist, ist immer mal wieder hier auf den Aalern zu angeln. Denn das lohnt sich zum einen kohlemäßig. Man kann mit relativ kleinen, simplen Maiskörnern zum Beispiel hier auf Aalern gehen. Und kohlemäßig, wie gesagt, XP-mäßig lohnt sich das. Genauso wie hier die Barbe zu beangeln. Auch das kann man wieder richtig gut reinballern. Lohnt sich auch immer mal wieder. Brasse würde ich jetzt hier nicht gezielt beangeln, Döbel nicht, Barsch nicht. So, dann lassen wir die anderen ganzen Karpfen natürlich wieder aus. Giebel braucht man hier auch nicht unbedingt. Grasfrosch wie immer lohnt sich nicht. Hecht gibt es ab und zu mal ein paar Stellen, die funktionieren. Aber so ganz gezielt, das ist natürlich auch eher vielleicht eine Liebhaberei, dass man hier vielleicht seine Hecht-Trophy abschließen will. Aber es ist schon schwierig, hier auch den Hecht zu bekommen. Güster und Karausche, naja, muss man nicht unbedingt haben. Das sind Beifänge, genauso wie hier die kleinen Kandidaten, die braucht man nicht. Oder auch Quappe, das ist halt eher so eine Liebelei. Wenn man das haben will, kann man dann natürlich danach suchen. Aber dass man dann gesagt, okay, ich fahre jetzt extra zum Bernsteinsee, um Quappen zu angeln, das macht halt weniger Sinn. Schleien gehen auch immer mal wieder mit rein. Je nachdem, welchen Köder man verwendet, kann das immer mal wieder ganz gut passieren. Ansonsten auch hier wieder Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen. Selbst Amure sind ein bisschen seltener, aber können hier ganz gut funktionieren. Genau wie Zeilkarpfen und genauso selten. Man sieht es, glaube ich, auch ein bisschen hier an den Ködern, sind hier die Welse, die einfach mal eben auch auf Boilies hier beißen. Aber auch die angelt man hier nicht gezielt, die ballern einfach mal aus Versehen rein. Also absolutes Karpfengewässer mit der Möglichkeit eben hier sowas wie eine Barbe, einen Aaland eben auch noch mitzukriegen. Vielleicht mal ein bisschen auf Hecht zu gehen, aber ansonsten tendenziell alles komplett auf Karpfen. Wir waren gerade noch am Ladoga-See und wir sind jetzt am Ladoga-Archipel. Und der Ladoga-Archipel, ja, ist eine Map, die very special ist. Er ist quasi der Ladoga-See auf Crack, also komplett übertrieben. Fast alle Fische, oder sind es alle Fische, die es am Ladoga-See gibt, einfach hier nochmal am Archipel eine Nummer größer, eine Nummer aggressiver, eine Nummer weiter verteilt und komplett wild. Also, wir gucken nochmal natürlich eben rein, was es hier gibt. Es gibt Aal und was sieht man? Auch das natürlich immer mal wieder hier auf Kunstköder. Super schwierig zu beangeln und das eben hier vom Land aus, also ganz, ganz schwieriges Ding, den überhaupt zu kriegen.
Aaland, super schwierig. Atlantischer Lachs, ja. Man fährt zum Archipel, um auf atlantischen Lachs zu gehen, denn da ballern die richtig riesengroßen Brocken rein. Genauso wie Bachsaibling, genauso wie, naja, Baikalmarine, eher Beifang. Baltischer Stör, wenn man das will, hat man da bestimmt richtig Spaß dran. 300 Kilo, aber das macht man nicht nebenbei. Tendenziell natürlich ein Gewässer, was eher in Richtung Endgame-Gewässer geht. Denn hier braucht man entweder Skill oder passendes Setup oder am besten beides zusammen. Denn dann lohnt es sich ja auch richtig. Brassenangeln? Nee. Döbelangeln? Nee. Stichlingangeln? Nee. Wofür? Dafür gibt es andere Gewässer. Dafür muss man nicht an so ein Riesengewässer hin. Esche? Eher Beifang. Barsch will man auf gar keinen Fall. Giebel? Absoluter Blödsinn. Güster? Hasel? Nee. Aber Hechtalden? Hecht kann auch hier richtig, richtig groß werden. Lohnt sich absolut hier am Archi. Karausche und Kaulbarsch eher nicht. Klotzsaibling, absolut wild, das lohnt sich natürlich. Also da geht man natürlich drauf hier, weil die einfach hier riesig groß werden, die Saiblingsarten. Nochmal größer als am Ladoger See. Also versucht man natürlich hier nochmal viel leichter seine Trophy hier abzuschließen. Und ja, bei den ganzen Saiblingsarten, auch hier Ladoger Saibling, da ballern eben die richtig großen Brocken rein. Ladoger Lachs, ja, hier wollen wir Ladoger Lachs angeln. Gibt es zwar auch am Wolchow, gibt es zwar auch am Ladoger See, aber hier werden eben auch die großen Trophys gefangen. Ladoger Stör, ja, ballert mal rein, ist aber meistens auch eher Beifang und eher schwierig. Ladoger See Fältchen, schwieriges Ding. Aber sehr, sehr nice. Kann man halt nur hier fangen. Ja, aber macht schon Bock. Wenn man da eine Stelle hat, kann man auch ganz gut, wie gesagt, hier, ob mit Stippe oder mit Wacky-Rig mal probieren, geht immer mal wieder ganz gut. Laube eher nicht. Ladoger Renke geht immer mal wieder rein. Ladoger Saibling, ja, wie gerade schon gesagt, die Saiblingsarten auf jeden Fall. Quappe fände ich hier eher ein bisschen schwierig. Ripusmarine gibt es immer mal wieder gute Spots. Rotauge, Blödsinn, Schuppenkarpfen. Keine Ahnung, was das soll. Also Schuppenkarpfen ganz, ganz wild. Schwarzes Fältchen, ja, das ist natürlich auch genau das Richtige, was man hier haben will. Gibt's auch nur hier. Super, super sexy. Auch hier, man sieht es viel mit Wacky-Rig. Super geil, kann man mal testen. Seeforelle immer wieder Beifang. Stint eigentlich auch immer lästiger Beifang. Sumpfelretze braucht man nicht. Sphärfältchen, ganz, ganz krass. Auch hier wieder diese Fältchenarten. Ja, muss man hier natürlich beangeln. Schwierig, aber geht. Walambuckelmarine, wie gerade schon am Ladoger See. Foxy Renke, jawohl. Hier natürlich in nochmal größer, nochmal krasser. Wolchow Renke, absolut der Hammer. Super heftig, viel XP und Silber. Lohnt sich absolut. Will man hier einen Wels? Eigentlich will man den nicht beim Schleppen haben, wenn der einfach mal nebenbei reinballert. Aber wenn er halt reinballert, dann nimmt man ihn halt mit. Gezielt hier auf Wels angeln? Nee, eigentlich nicht. Einfach nur Beifang. Zerte? Nee. Aber Zanderalden, den will man. Und den könnte man tatsächlich auch mit einem nicht ganz so heftigen Setup, also so Mitte 20 schon mal versuchen, zu beangeln. Denn wenn man hier einen Spot hat, wo hauptsächlich Zander reingehen, kann man hier super fett Cash machen und richtig gut XP machen. Das lohnt sich richtig. Zobel und Zope eher weniger. Und damit sind wir auch hier durch. Also Zander, Hecht und natürlich die Lachse. Und wenn man dann ein bisschen freakiger und ein bisschen wilder vielleicht unterwegs ist mit feinerem Setup, natürlich auf die Saiblingsarten hier. Und dann hat man alles, was man am Ladoger See braucht. Das Gewässer, was für alle Klassen was bietet, ist die Achtuba. Und an der Achtuba haben wir wirklich Fische im Grammbereich bis in den Tonnenbereich. Und da gehen wir jetzt natürlich durch. Das heißt, man kann hier eigentlich für jeden etwas finden. Man kann hier immer mal wieder Spots finden auf Aaland. Man findet höchstwahrscheinlich niemals in seinem Leben einen Albino-Wels, weil der einfach viel zu selten ist. Man hat immer Bock darauf, eine Aralbarbe zu fangen, aber es ist super selten, seltener Fisch, aber bringt richtig gut Cash und richtig Silber. Wer das Endgame will im Game, der geht auf Beluga-Stör. Eine Tonne Fisch ist halt nicht so easy rauszuziehen. Ja, dicke, fette Köderfische, Barsche und dann hoffen nach Stunden des Wartens, dass da irgendwann ein Beluga reingeht, der dann auch noch schwer genug ist. Absolutes Endgame.
Brasse haben wir hier direkt zweimal. Wir kommen auch später noch zu einer anderen Brasse. Ja, gibt's ab und zu mal Spots, die funktionieren. Braschnikow-Hering, super selten. Macht überhaupt keinen Sinn, das Ding gezielt zu beangeln. Ist ab und zu mal Beifang, wenn man das Ding als Beifang drin hat. Und dann ist es auch noch Trophy, sofort Lotto spielen. Sensationell, mehr Glück kann man nicht haben. Döbel, ungewollter Beifang, will man nicht. Wandermuschel will man nicht, Barsch will man sowieso nicht. Flusskrebs braucht man eigentlich auch nicht hier, Muschel braucht man auch nicht. Giebel, ja, gibt es ab und zu mal Spots, auch an dem Tümpel, kann man mal ganz gut machen. Glattstör leider viel zu selten, Frosch absoluter Blödsinn. Großmäuliger Büffelfisch, ja, und genau den wollen wir doch haben. Großmäuliger Büffelfisch gibt es immer mal wieder richtig gute Spots, wo man auch krasse Trophies und super Trophies fangen kann mittlerweile. Denn auch der wurde noch mal ein bisschen gepimpt. Da kann man vielleicht noch mal besser rauf angeln. Lohnt sich. Gründling, Güster, Hasel, naja, braucht man nicht. Hecht, jau. Hecht kann man hier auch immer mal wieder ganz gut fangen und auch in richtig guten Größen. Und das kann sich auch ganz gut lohnen. Karausche braucht man hier auch nicht unbedingt beangeln. Dafür gibt es einen Moskitosee, da muss man nicht Level 28 für werden. Das kann man ab Level 1. Kaspi-Maifisch. Jawolski, Kaspi-Maifisch, sensationeller Fisch, lohnt sich übelst. XP-mäßig, Kohle-mäßig. Und ja, gibt es eben auch nur hier und das lohnt sich auch hier zu beangeln. Kaspi-Neunauge, wenn man wahnsinnig viel Glück hat und noch viel mehr Glück wie hier oben mit der Aralbarbe oder mit dem Albino-Wels oder vielleicht ähnlich viel Glück, dann kann man auch hier so ein Neunauge fangen. Super selten, super tricky. Kaspische Forelle, absolut genial. Macht auch richtig Bock, nimmt man gerne mit. Ganz, ganz, ganz krasser, super kampfstarker Fisch. Aber das Teil lohnt sich auch mega. Das kann man mal gezielt beangeln. Und das Teil lohnt sich tatsächlich, wenn man nur in einer Stunde 3 Stück davon fängt. Denn dann hat man zum einen silbermäßig und auch XP-mäßig trotzdem noch einen guten Schnitt. Kaspischer Schwarzrückenhering war mal eine Zeit lang deutlich effektiver. Geht zurzeit, glaube ich, eher ein bisschen schwieriger. Aber wenn man dann einen Spot hat, lohnt es sich auch, den gezielt zu beangeln. Kaulbarsch muss man hier nicht beangeln. Kutum, ja, wie auch der andere Kutum, schwer zu beangeln. Wenn es einen Spot gibt, dann lohnt es sich da Sitzfleisch zu zeigen und einfach durchzuhalten. Laube, da dann eher die andere Laube, die Seelaube, da kommen wir später zu. Die hier braucht man nicht zwingend. Marmorkarpfen funktioniert hier richtig gut. Also auch hier werden richtig gute Trophys gefangen. Lohnt sich. Nase eher Beifang. Und hier kommen wir zur nächsten Brasse, die Ostbrasse. Auch die kann sich super lohnen, wenn man dann den Spot hat, dann eben auch auf Ostbrasse. Allerdings muss man das auch ein bisschen suchen. Das Gewässer ist wahnsinnig groß. Persischer Stör, super selten, immer eher der Beifang. Quappenangeln hier kann man mal ganz gut machen, gar nicht so schlecht. Rapfen lohnt sich auch hier richtig an der Achtuba. Also Rapfengewässer Achtuba, hier können richtig gute, dicke, schwere Brocken reingehen. Rotaugen eher weniger hier. Rotfedern lohnt sich auch immer mal wieder, gibt es immer mal wieder Spots. Russischer Stör, der Butterbrotstör sozusagen, der gute Allround-Stör, der immer mal wieder ganz gut funktioniert und gute Spots hat. Und nebenbei gehen dann eben die anderen Störarten gerne mal vielleicht mit rein. Also hier absolut effektiv, hier rauf zu gehen, wenn man das passende Setup hat, weil man eben gut XP und Silber bekommt. Shark eher selten. Und geht auch gerne mal auf Köderfischis drauf, also das auch tendenziell eher Beifang. Schlammpeitzger gibt es nur hier, super seltener Fisch, absolut freakig, aber auch super schwer zu beangeln. Schleie lohnt sich nicht unbedingt, Schuppenkarpfen geht auch immer mal wieder rein am Tümpel. Also da kann man tatsächlich selbst angefangen von der Kartoffel schon mal ganz gute Spots erwischen, dass man da an diesem kleinen Tümpel einfach gut auf Schuppenkarpfen geht. Schwarzer Büffelfisch wurde auch ein bisschen gepimpt, kann man gerne mal reingehen, ist aber super, super selten, ist auch hoffentlich einfach mal einen Beifang beim normalen Büffelfischangeln. Ja, dass dann da einfach mal der schwarze Büffelfisch reingeht. Und da kommen wir auch schon zur Seelaube, genau die wollen wir haben, also nicht die normale Laube, sondern die Seelaube, auch die lohnt sich dann nochmal deutlich mehr. Wie schon am Donetz gesagt, der Sichling lohnt sich auch, wenn er groß ist. Sonst ist es halt einfach nur ein lästiger Beifang. Silberkarpfen kann man hier auch immer mal wieder ganz gut beangeln. Geht ganz gut hier. Allerdings vom Gefühl her doch ein bisschen einfacher an der Sura.
Dann kommen wir zum Sterlet. Auch hier gibt es immer mal wieder Spots, die richtig, richtig gut funktionieren mit dem Sterlet. Also auch einige Trophies oder man macht sich damit ganz gut den Kescher voll. Lohnt sich. 9-stacheliger Stichling. Ja, es gibt ab und zu mal Spots, aber ein bisschen schwieriger vielleicht zu beangeln. Weißer Amur, ja, lohnt sich auch am Tümpel. Kann man auch mit ganz simplen Setup schon drauf gehen. Also das funktioniert richtig gut. Weißlachs, der ultimative Fisch fürs Köderfischangeln, funktioniert immer mal wieder ganz gut, aber braucht auch wirklich einen richtig gut laufenden Spot. Hier werden Welse geangelt. An der 8 Huber geht man auf Wels. Und es funktioniert eben auch hier. Also da macht man seine Trophies und Super-Trophies startklar. Wels an der 8 Huber, genauso wie Wildkarpfen. Wildkarpfen an der 8 Huber, denn da lohnt es sich, da gehen die dicken Brocken rein und dementsprechend fängt man auch viel mehr größere Durchschnittsfische. Also dementsprechend macht man da auch mehr Cash. Wobbler, super selten, super schwierig zu beangeln. Gibt es immer mal wieder Spots und dann lohnt es sich auch kohlemäßig, aber auch eher schwierig. Zander, ja, Wolski, Zander will man hier auch angeln oder man will es nicht. Er ist dann eher Beifang auf Weißlachs zum Beispiel oder man ist auf Wels und dann ballert aus Versehen der Zander rein, aber geht. Zobel und Zope gibt es auch immer mal wieder Spots, aber so richtig gezielt drauf zu gehen und einen Spot zu suchen, das dauert, weil das Gewässer einfach sehr, sehr groß ist. Kommen wir zum nächsten Gewässer und das ist die Tunguska und ab der Tunguska muss man sagen, wird das Leben in R4 nochmal leichter. Ab Level 30 geht es hier nochmal richtig steil bergauf und zwar einfach vom Verdienst, von den XP her, vom Silber her geht es dann nochmal richtig ab. Gibt es hier an der Tunguska Spots für Aaland? Eher selten. Also gezielt auf Aaland, eher weniger, ist immer mal wieder Beifang. Gibt es da Spots für Amurwels? Ja, Amurwels ist hier richtig gut. Es gibt mehrere Spots, es gibt regelmäßig Spots. Der Fisch lohnt sich, er macht XP, er macht Silber richtig gut. Also wenn es dann einen Spot gibt, dann kann man da einfach mal hingehen und gezielt durchziehen. Wenn man sogar planlos ist, kann man mal so ein bisschen auf Esche probieren. Wenn man vorher schon an einem Belaya geangelt hat, kann man auch an der Tunguska angeln. Also sogar mit gleichem Setup einfach hier zur Tunguska mit Level 30 und dann richtig Gas geben. Also das lohnt sich auf Esche, auf Bachforelle. Also da kommen später noch ein paar andere dazu. Die lohnen sich. Arktisch Marine, ja, kann man tatsächlich auch sehr gut beangeln auf Pose. Also wenn man Bock hat auf Posenangeln, auch das geht richtig gut an der Tunguska. Also dann einfach hier an der Tunguska am Rand auf, ja, hauptsächlich auf Pose. Man sieht auch hier ein bisschen Wacky-Rig oder sowas. Das funktioniert immer wieder ganz gut für die arktische Marine. Gerade schon erwähnt, die Bachforelle, genau wie die Esche. Also auch das einfach am Seitenarm schön auf kleine Köder funktioniert. Grundangeln, auch das funktioniert hier auf kleine Fische wie Bachschmerle oder hier Stichling. Und auch da kommen noch weitere. Also ruhig auch mal ein bisschen auf kleine Fische am Grundangeln. Funktioniert immer wieder ganz gut. Baikal-Marine leider super selten, bringt aber auch super viel XP und gut Silber. Aber leider sehr, sehr selten. Buckellachs, auch immer mal wieder Spots im Seitenarm, aber auch mal im Hauptstrom. Lohnt sich auch immer mal wieder, wenn man dann einen Köder gefunden hat. Buckellachs auch richtig, richtig gut. Allerdings nicht ganz so leicht zu beangeln. Man muss den auch schon deutlich mehr suchen. 3-stacheliger Stichling, auch eher ein bisschen schwierig zu beangeln. Man muss einfach da einen Spot finden. Wenn man den hat, klar, zieht man natürlich einfach easy raus. Aber den Spot muss man auch erstmal finden. Einer der nächsten so super seltenen Fische ist der Dreagin-Saibling. Absolut schwierig zu beangeln, super selten, meist halt bei super kühlen Temperaturen, dass der dann absolut irgendwie mal reingeht in den Morgenstunden, in den Abendstunden. Also er hat spezielle Fangzeiten, er ist sehr schwierig von den Witterungsverhältnissen, aber lohnt sich auch absolut. Allerdings, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schwierig zu fangen. Erstmal sind die Verhältnisse halt schwierig, die Voraussetzungen schwierig. Und dann muss man eben auch noch richtig Glück haben und den richtigen Spot haben oben am See. Aber ja, durchaus, also hier zu fangen, wo sonst, er ist halt nur hier an diesem Gewässer. Also kann man mal drauf gehen, wenn es einen Spot gibt. Barsch lohnt sich wie immer irgendwie nicht. Muschel lohnt sich hier auch nicht. Giebel lohnt sich hier auch nicht. Frosch sowieso nicht. Große Bodenränke, ja, Wolski, große Bodenränken wollen wir hier angeln, denn das lohnt sich hart. Kann man gerne mal machen, kann man richtig gut auch Pose mit skillen. Das läuft. Hecht angeln?
Jau, Hechtangeln macht auch hier richtig Bock. Auf verschiedenste Köder, nicht nur hier auf diese Ratten, auch auf verschiedene andere Köder kann man hier richtig gut an der Tunguska Hechtangeln. Karauschen wollen wir hier natürlich nicht angeln. Kaulbarsche wollen wir hier auch nicht angeln. Kleine Bodenrenken, ja, die wollen wir angeln. Leider auch recht selten, deutlich schwieriger als die große Bodenrenke. Aber die kleine Bodenrenke gibt es auch immer mal wieder. Ballert er mal wieder ganz gut rein. Genauso wie hier der Muxun oder eben auch die kleine sibirische Maräne. Alles Fische fürs Posenangeln hauptsächlich. Und damit kann man hier eben auch richtig gut skillen, wie gesagt, weil hier so viele unterschiedliche Fische reingehen. Mit guten Gewichten, auch gerne mal Trophies. Das lohnt sich. Dazwischen haben wir hier den Lennock. Den Lennock, den suche ich auch schon lange. Der will einfach nicht. Aber auch der ist immer mal wieder hier aktiv mit richtig, richtig guten Spots. Und dann lohnt sich das auch absolut, hier mal durchzuziehen und die Kescher voll zu machen. Einer der mittlerweile seltensten Fische und auch wirklich verzweifelt gesucht ist der Nelma. Absolut selten. Also so eine Weißlachsart eben hier an der Tunguska, aber super, super schwierig zu fangen. Es wird alles mittlerweile gesucht oder versucht, diesen Fisch zu fangen, aber leider ergebnislos. Wahrscheinlich absoluter Glücksfisch, irgendwo im Hauptstrom, immer mal gut versteckt. Ja, selten, 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 da gezielt drauf gehen, absolute Katastrophe. Ostbrasse, super geil. Macht hier richtig Bock, gibt es immer mal wieder Spots, die sich auch richtig gut lohnen. Also das gerne mal mitnehmen, einfach mal testen. Gibt es auch direkt am Anleger immer mal wieder Stellen, die richtig gut funktionieren. Ostsibirische Esche, genau wie oben hier die normale Esche, die arktische und die Bachforelle. Klar, geht auch immer mal wieder mit rein. Ist vielleicht ein bisschen seltener, die ostsibirische, oder ein bisschen kleiner und feiner, aber funktioniert. Pelletmarine, genau wie hier Muxun und die kleine Bodenrenke und Co. Geht auch immer mal wieder richtig gut gezielt. Lohnt sich auch richtig, absolut effektiv. Kann man ganz gut gezielt beangeln mit Pose hauptsächlich. Prosopium, einer der seltenen Fische wiederum. Ganz, ganz selten, ganz, ganz schwierig zu fangen. Mit viel Glück das Teil mal als Trophy abzuhaken, wäre schon der Hammer. Ja, gezielt beangeln, leider nicht wirklich möglich. Quappe, jawohl, kann man auch immer mal wieder machen, wobei das Teil halt meist irgendwie auch eher so als Beifang reingeht. Regenbogenstint, ja, auch das gar nicht so easy, dieser olle kleine Stint, wobei der auch gerne mal in Massen mal reingeht. Es gibt auch immer mal wieder ganz gute Spots, aber das Teil halt in richtig groß abzuschließen, ist auch gar nicht so easy. Aber es gibt immer mal wieder Spots und da kann man natürlich auch, ob auf Grund oder auf Pose, ganz gut mal die Taschen mit voll machen. Wobei das vom Silber halt eben auch da eher so mittelmäßig ist. Schleie braucht man hier nicht unbedingt. Seeelritze kann man machen, ist immer mal als Beifang. Seesaibling, jau, lohnt sich hier auch richtig. Richtig große Brocken, ob das beim Schleppen ist oder auch beim vom Landangeln oben am See. Seesaibling lohnt sich absolut hier, kohlemäßig der absolute Hammer und eben auch größenmäßig gehen hier gute Brocken rein. Also gerne drauf gehen, gezielt drauf gehen. Sibirische Groppe gibt es auch immer mal wieder Spots, sind nicht so ganz easy zu beangeln, aber gibt es auch immer mal wieder, genau wie die Gründlinge, gehen auch immer mal wieder schön auf Grund oder einfach leicht. Sibirischer Hasel geht auch immer mal wieder richtig gut rein, also richtig schöne Brocken, genauso beim Grundangeln, so beim Posenangeln. Hier auf die Pelletmarine und Co. ist eben auch der sibirische Hasel mit dabei. Sibirischer Sterlet, genauso wie sibirischer Stör. Auch das richtig, richtig nice. Also das kann man sich gerne mal gönnen. Lohnt sich beides. Aber natürlich braucht man da ein passendes Setup für, passende Futtermische und so weiter. Dann kann man da mal gut drauf gehen und diese Brocken beangeln. Wie gesagt, sind immer mal wieder aktive Spots. Sibirisches Bachneunauge, super selten, super tricky, ganz, ganz schwierig zu fangen. Timen, Jawolski, hier geht man natürlich auf Timen. Das ist auch so ein bisschen der Angstgegner, wenn man am Hauptstrom schleppen geht, denn die ballern immer mal wieder mit rein. Wenn man zum Beispiel gerade nur mal ein paar Saiblinge fangen will, hat man auf einmal hier einen 40 Kilo Timen mit dabei und dann sieht man natürlich schon wieder ganz alt aus. Also Angstgegner Timen ist halt immer wieder mit dabei, aber funktioniert halt auch hier gezielt, kann man ganz gut machen. Super schwierig, gar nicht so leicht zu fangen, aber es funktioniert. Einmal hier der Tugun. Also Tugun auch gerne mal in Angriff nehmen. Auch natürlich auf Pose. Sehr, sehr fein, sehr, sehr klein.
kohlemäßig auch gar nicht so schlecht, wenn man dann natürlich die passenden Größen reinkriegt. Aber das kann man ganz gut machen, genauso wie auch hier Tunguska Rotauge. Selten, aber es gibt immer mal wieder ganz gute Spots. Also hier im Großen und Ganzen viele Fische, die man ganz gut gezielt beangeln kann. Das macht eben auch das Gewässer zu so einem sehr effektiven Gewässer, wo man eben auch viel XP und viel Silber machen kann. Auch dazu gibt es natürlich eine komplette Playlist hier auf dem Kanal mit ganz, ganz, ganz vielen Videos, wo man jeden Fisch dann gezielt beangelt, mit welchem Setup, mit welchen Ködern, mit welchen Spots. Also mal reingucken. Ja, da sind wir im nächsten Camp und das ist nicht die Belaya, es ist die Yama. Und an der Yama sind wir komplett wieder auf Spinning. Hauptsächlich auf Spinning und zwar in dem Fall jetzt die großen Brocken. Und auch hier lohnt es sich fast immer. Auch hier gehen wir natürlich gleich durch, welche Fische man eher fängt und welche eher selten. Aber auch das lohnt sich hier eigentlich fast immer, hier drauf zu gehen. Es gibt natürlich oder es ist immer mal wieder schwierig, hier einen Spot zu finden, der auch gut funktioniert. Aber wenn man da was hat, dann ballert da auch kohlemäßig richtig gut was rein, XP-mäßig auch. Bachschmerle, jap, gibt es immer mal wieder Spots, die funktionieren. Buckellachs, jap, gibt es immer mal wieder Spots, die funktionieren. Allerdings muss man immer wieder auch suchen. Scherechnew-Saibling, super selten, super schwierig zu fangen. Wenn man dann einen Spot hat und man fängt ein oder zwei, sofort bleiben, länger versuchen, andere Köder versuchen, testen, testen, testen. Super, super selten. Dolly-Waden-Forelle, ja, kann man immer wieder ganz gut gezielt beangeln, funktioniert ganz gut. Neunauge, wie alle neun Augen auch, super schwierig, super selten, mit absolutem Glück, dass das reingeht. Hier ist tatsächlich der Barsch gar nicht so häufig, ist quasi fast ständig im Café drinne, aber ganz schwierig zu fangen, vor allem in groß, geht halt ab und zu mal rein, aber eher schwierig. Auch gar nicht ganz so leicht ist der japanische Saibling. Auch da gibt es immer mal wieder Spots, die dann auch ganz gut funktionieren. Aber auch das muss man erstmal finden, das Ding. Kaluga Hausen. Ja, kann man natürlich machen. Man sieht aber auch schon hier, ne, teure Köder, seltene Köder. Also, das kann man machen. Funktioniert dann natürlich auch mit ordentlich Sitzfleisch und passendem Setup. Dann natürlich auch gerne auf hier die dicken Störarten. Kamtschatka Regenbogenforelle, ja, kann man ganz gut befangen, beangeln. Fängt man auch eigentlich immer wieder ganz gut an verschiedenen Spots. Keta Lachs, Jawolski, das ist so der Barsch der Yama. Der geht halt immer mal rein, in verschiedensten Größen. Auch das kann sich lohnen, wenn der ein Durchschnittsgewicht von 3 Kilo plus hat. Eher so in Richtung 5 Kilo. Und man hat mehrere davon an einem Spot, dann ist das okay. Wenn die alle unter 3 Kilo sind, dann ist das tatsächlich eher ärgerlich. Der Angstgegner hier an dem Gewässer ist der Königslachs. Ja, ballert natürlich immer mal wieder auch ungewollt rein und macht einen ordentlich das Leben schwer, weil einfach extrem kampfstark. Also das Ding hier schwierig zu beangeln, aber auch da gibt es immer mal wieder aktive Spots, wo man den dann auch eben mit etwas dickerem Setup ganz gezielt beangeln kann. Und dann macht das natürlich Bock. Jetzt zuletzt selbst noch ein Video gemacht hier zum Langnasen-Saugdöbel. Schwierig zu beangeln, seltener Fisch, weil auch die Fangmethode schwierig ist und die Köderauswahl immer wieder schwierig. Also tricky das Ding. Das kann man gezielt beangeln, aber richtig effektiv und lohnenswert ist das nicht. Lennock, ja, immer mal wieder ein paar Spots, aber auch eher selten. Aber auch da kann man hier eben Glück haben, dass dann da was Großes reingeht. Vielleicht auch einfach so eher als Beifang. Neva, absolut selten. Ganz, ganz, ganz selten, dass der überhaupt mal irgendwo gefangen wird. Vor allem dann auch noch in groß. Ganz, ganz seltenes Teil. Mit viel, viel Glück fängt man den. Stichling, ja, gibt es immer mal wieder Spots. Kann man drauf gehen. Ostsibirische Esche, tendenziell eher selten. Aber passiert, dass man den fängt. Das pazifische Neunauge, ja, super selten. Wie alle neuen Augenarten, absolut mit Glück, dass der einfach mal reingeht. Prosopium, auch tendenziell eher ein bisschen so ein Glücksdingen hier, also auch gar nicht so leicht zu beangeln, aber ballert einfach mal aus Versehen rein. Quappen kann man hier ganz gut immer mal wieder gezielt beangeln, tatsächlich auch nachts, wo halt sonst bei den Lachsen nicht viel los ist. Dann kann man auch einfach mal hier auf Grund, auf Quappe gehen, auch das funktioniert. Regenbogenstint funktioniert hier tatsächlich auch immer mal wieder ganz gut, ob das auf Grund ist oder hier mit Wacky-Rig oder auch auf Pose. Einfach mal testen, geht immer wieder ganz gut. Rotlachs und Silberlachs, die nehmen wir mal zusammen.
die etwas kleineren Lachsarten tendenziell auch eher ein bisschen kleiner und feiner beangeln, denn dann funktioniert das auch immer ganz gut. Gerne auch so in Richtung Ultralight, da ballern dann auch die Brocken ganz gut rein. Seesaibling gar nicht so leicht hier zu beangeln, geht zwar auch immer mal wieder mit rein als groß, aber so gezielt und damit quasi den Kescher voll machen, so wie das vielleicht an der Tunguska funktioniert, ist hier gar nicht so easy. Also hier hauptsächlich, wie gesagt, die Lachsarten, die wichtigsten hier, damit der Spot gut funktioniert. Silberlachs, Rotlachs, gerne natürlich auch sowas wie japanischer Dolly-Waden oder Kamtschatka-Regenbogen. Wenn man die drauf hat, dann an einem Spot zum Beispiel hat, dann hat man mit Sicherheit auch einen guten Kescher und macht hier gut Cash. Ja, kommen wir zum letzten Gewässer im Game. Also das absolute Endgame in Russian Fishing 4. Auch dazu gibt es natürlich schon eine Playlist mit jede Menge Videomaterial. Denn hier kann man auf verschiedenste Arten und Weisen angeln. Ob vom Land aus oder eben vom Boot aus. Also verschiedenste Möglichkeiten. Und hier muss man allerdings auch sagen, es gibt nicht ganz so vieles, was sich super gezielt beangeln lässt. Ganz, ganz vieles ist hier einfach immer noch Beifang. Inwieweit sich das in den nächsten Monaten alles noch besser herauskristallisiert, ich bin wahnsinnig gespannt. Es gibt immer mal wieder Fische, wie gesagt, wo man sagt, ja, da weiß man jetzt mittlerweile, wie man den am besten fängt, mit welchem Setup man den am besten fängt und mit welchen Ködern man diese Fische fängt. Aber das wechselt halt auch ständig. Also die Ködervorlieben wechseln immer mal wieder und die Fangmethoden ändern sich auch immer mal wieder. Also gar nicht so easy. Was man wirklich gut beangeln kann, und ich würde sagen, die gehen wir einfach mal als erstes einmal komplett durch. Also Fische, die man am Nordmeer am besten als erstes beangelt, wenn man viel XP haben will, wenn man gut Silber haben will, wenn man vielleicht sogar noch Skillpunkte machen will, das sind diese ganzen kleinen Fische. Aalmutter, Hering ist jetzt neu dazu gekommen, ist tendenziell eher Beifang, davon gibt es leider selten irgendwie richtig gut laufende Spots. Wenn es einen gibt, super effektiv. Blauer Wittling. Super effektiv. Das sind meist auch alles Fische, die eher an der Oberfläche sind. 10, 15 Meter. Aalmutter natürlich eher auf dem Grund. Aber ansonsten hier sowas wie blauer Wittling, Hering. Also auch das ist meist gar nicht so ganz tief. Europäische Sardine zum Beispiel geht immer mal wieder ganz gut rein. Also das funktioniert bei den ganzen kleinen Fischen. Gucken wir nochmal weiter durch, da haben wir hier gleich noch die Makrele und den Makrelenhecht. Also das sind jetzt diese ganzen Kleinfische, die wie gesagt eher an der Oberfläche aktiv sind und die man relativ schnell von der Oberfläche oder im flachen Bereich rauskriegt. Auf dem Grund sind dann unterwegs, wie gesagt, die Aalmutter, arktischer Rochen eher selten, die Doggerschabe, die geht immer mal wieder mit rein, der Dornhai geht immer mal wieder mit rein. Der europäische Seehecht ist immer mal wieder mit dabei. Dann haben wir auf Grund immer mal, ja, leider den Heilbutt. Wobei der ja eigentlich oder im Idealfall eben auch nicht auf so ganz großen oder im ganz großen Stil auf diesen kleineren flachen Sandbänken ist, sondern meist etwas tiefer unterwegs ist in groß. Aber ja, passiert natürlich auch ab und zu mal. Die Klische geht immer mit rein. Köhler ist natürlich auch immer überall dabei. Den Lump haben wir leider immer wieder mit dabei. Auch der macht sich gerne schwer. Schellfisch ist immer wieder dabei. Scholle ist dabei. Und Seehase, ja, ab und zu mal. Einfach nicht so viel. Seeskorpion, richtig viel, immer wieder gut dabei. Steinbutt ist immer wieder ganz gut dabei. Steinköhler, absolut effektiv. Also wenn du da eine Stelle hast mit guten Steinköhlern, die immer wieder gut reingehen, dann ausnutzen. Sternrochen auch ab und zu mal dabei. Wittling und so, ja, eher seltener. Aber das sind so die wichtigen für die flachen Sandbänke. Also sowas hier wie das 30er, das Namenlose, hier die 34er, die 41er. Alles so in diesem Bereich. Wie gesagt, diese flachen Grundfische und die gerade zuvor genannten kleinen, die eben an der Oberfläche eher sind, die sind überall immer mal wieder verteilt und diese lohnen sich halt absolut, um eben auch seine Happy Hour damit zu machen. Denn da
kickt das halt richtig gut rein. Ansonsten gibt es natürlich schon einige Fische, die man ganz gut gezielt beangeln kann. Zum Beispiel die Rotbarscharten. Das funktioniert ganz gut. Also es gibt immer mal wieder Stellen, wo man sagen kann, okay, ich versuche jetzt mal den Fisch XY rauszuziehen und dann klappt das schon. Allerdings, dass man das dann, wie gesagt, gezielt immer wieder und wochenlang macht, ist tatsächlich gar nicht so easy, weil einfach so viel Beifänge reingehen. Man kann sagen, okay, tendenziell hat man eben einen Spot, wo sich zum Beispiel die Seewölfe aufhalten oder wo sich die Heilbutts aufhalten und so weiter. Aber auch das variiert halt immer mal wieder. Das bedeutet, gerade hier braucht man eben auch richtig viel Skill, um etwas rauszukriegen und das dann auch wiederholt immer wieder rauszukriegen und rauszukriegen, wo dann die Fische sich aufhalten oder welche Voraussetzungen gerade halt gewünscht sind. Oder man hat einfach ausreichend Skill, um eben hier an dem Gewässer mit jedem Fisch klarzukommen, egal was gerade reinbeißt. Ob er jetzt riesig groß ist oder irgendwie klein und man fängt ihn einfach nebenbei. Also, das ist alles hier noch ein bisschen schwierig und wird noch weiter erforscht. Aber das macht natürlich auch alles Bock. Also, wie gesagt, die ersten wichtigen sind die kleinen. Damit Skillpunkte machen, damit die Happy Hour machen, weil man damit auch fast bis zu 100 Fische pro Stunde rauskriegt. Und dann geht es weiter eben hier auf die Fische, die auf dem Grund sind, also die Plattfische, die dann eher auf diesen Sandbänken rumlungern. Und auch damit kann man dann eben noch weiter richtig gut XP und Silber machen. Auch dazu gibt es natürlich schon jede Menge Infovideos auf dem Kanal. Einfach mal in die Playlist reingehen, Nordmeer, und dann hat man da alle Videos, die man braucht. Alle Spots, alle Köder, alle Setups und natürlich auch Infotutorials, wie man und wo man hier am besten angelt. So, das war jetzt hier wahnsinnig viel Quatscherei. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Ich hoffe, das hat was gebracht. Und wenn es dir was gebracht hat, auch gerne in die Kommentare schreiben, was dir ja vielleicht noch gefehlt hat, was du vielleicht noch an Infos benötigst. Wie gesagt, zu allen Infos oder zu allen Fischarten solltest du auf dem Kanal ein Video finden, ein Spot, welche Setups man braucht, welche Köder man verwendet. Wenn dir etwas fehlt, auch das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann schaue ich mir das gerne auch an, die Tage, und guck mal, ob ich da vielleicht noch was Fehlendes nachliefern kann. Ich gehe jetzt noch ein bisschen angeln, also Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr und jetzt gerade im Dezember jeden Tag ab 19 Uhr schön angeln in Russian Fishing 4. Petri.